Headset. Jetzt hört ihr mich, glaube ich, viel, viel besser. Und auch lauter. Gut, Schafe. Wolle bräuchten wir dafür. Schere bräuchten wir. Wir brauchen eine Schere dafür. Okay, ich habe eine kleine Vermutung, dass hier in der Nähe irgendwie Zuckerrohr sein kann. Weil hier ja mal ein riesig großer Teich war. Und es stimmt, wir haben hier richtig viel Zuckerrohr. Okay, eine Sache haben wir schon mal gelöst. Wir haben insgesamt 5 Leder, das heißt, es ist auch alles perfekt bis jetzt. Wenn wir jetzt halt ein bisschen Zuckerrohr haben, auch ein bisschen zum Anpflanzen. Oh, Kacke, fast hätte ich es geschafft. Oh, es laggt immer noch. Ich glaube, wir nehmen jetzt kurz noch die Zuckerrohr mit und da hinten zu diesen einen, wie heißt es, riesigen Baum, den ihr vielleicht hier gesehen habt. Weil da kann unter dem Baum was von Tonkoff-Zeug sein, das heißt eine Lutsche, halt eine Dungeon-Chest. Und ich könnte mal die Musik lauter machen. Oh, ich hatte die Musik nicht mal an. Leute, sorry. Halt den Ton, nicht die Musik. Musik hört ihr ja alle im Hintergrund. Okay. Hier ist ein Altar von Tomcroft, den kann ich nicht. Und wie ihr seht, hier ist... spawnen Spinnen. Das heißt, wenn man den hier irgendwie abbaut, ist hier ein Spinnenspawner. Und hier drunter eine Chest. Ein Schatz, Namensschild, Redstone, Sattel und ein Tamium-Schwert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den brauchen wir für ein besonderes Schwert. Und wir haben jedenfalls schon ein paar gute Loot-Sachen erhalten. Das Beste ist es nicht. Wenn ich in die Nähe komme, wird der Himmel dunkel. Okay, interessant. Ich beeile mich jetzt sehr hart. Wir haben jetzt schon 3 Minuten, dass wir alles schaffen heute für die Folge. Weil ich habe mir sehr viel vorgenommen. Und ja. Das heißt, ich renne ganz schnell nach Hause. Ich habe extra den Battle Tower. Ich habe schon was zum Battle Tower Mod gesagt. Nee, oder? Das wird dann halt random in die Landschaft, welche Türme generiert, wie Battle Tower. Da sind, wie heißt es, Spawner drin mit Kisten. Und oben ein Boss. Und ja, vielleicht kennen es ein paar Leute aus dem Modpack Hexit. Vielleicht auch aus ein paar Leute von Hero, die Hero geguckt haben. Das, für die Leute, die es nicht kennen, das war ein YouTuber-Let's Play mit sehr vielen YouTubern. Dazu will ich jetzt gerade mal keine Werbung machen. Aber ihr kennt es bestimmt schon. Es sind alles gute Leute. Und ja, den habe ich dann halt auch kurz hinzugefügt. Das wird, ist gerade alles nicht so ganz sortiert, ist mir aber auch langsam stinkegal, scheißegal, jetzt wenn ich mal das so aussprechen würde. Oh. Problem ist, Leute, wir brauchen mehr Zuckerrohr. Wir brauchen einfach mehr Zuckerrohr. Uns gefällt insgesamt noch 1-2 Zuckerrohr, das ist blöd. Oh. Leck mich doch am Arsch, hab ich mich jetzt gerade schon. Was war das für ein Ding? Oh, schön. Was haben wir da gekriegt? Was schmeiß ich raus? Kürbiskerne, okay. Oh, und Trank, okay. So. Dann müssen wir uns wohl oder übel auf die Suche machen. Noch mehr Zuckerrohr. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht gerne machen. Was suchen? Da habe ich jedenfalls schon Obsidian. Kann ich da mal reintun. So, ich mach mal kurz eine Krimskrams-Truhe, wo ich alles reinschmeiße. Das tue ich dann nach der Aufnahme wieder sortieren. Keine Sorge, Leute. Wird alles bald auf einem Blick sein. Und heute tue ich mal keine über... heute tue ich mal nicht überziehen. Deswegen renne ich auch direkt erstmal wieder weg. Jetzt bräuchten wir direkt noch 3 Zuckerrohr. Das ist sehr, sehr wichtig. Unser Rezept, weil wir wissen ja auch, wo
diese Sachen waren. Wo das restliche Zuckerrohr war. Ich weiß nicht, ob das alles war. Da hinten ist auch noch ein Tomcroft-Baum. Da ist keine Chest darunter. Ich hätte gedacht, wir hätten auch bessere Items gefunden aus der schönen Chest. Aber wir haben unser Rezept. Okay, gut. Holz bräuchten wir fürs Erste nicht. Hier ist auch der andere Tomcroft-Baum. Da. Ah, Schimmerblitz. Das bräuchten wir für ein Rezept. Okay, gut. Vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern, hier war der Anfang von der Serie. Sorry, dass ich da immer noch nicht mit Stimme, dass ich da noch ohne Stimme aufgenommen habe. Das tut mir immer noch richtig leid. Aber dafür sind wir jetzt schon sehr weit. Ich hätte eigentlich gehofft, dass unter diesem Baum, den ihr ja vorhin gesehen habt, diesen Spinnenbaum, so ein Fokus wäre, ein Warn-Fokus. Vielleicht hört das für manche sich behindert an. Es ist sozusagen ein Zauber. Ein Zauber. Damit könnte man zum Beispiel Blöcke abbauen und so für die Leute, die sich schon mit Tomcroft auskennen. Für den ist das ja nichts Neues. Deswegen bräuchte ich jetzt noch ein bisschen Holz. Das habe ich. Der Chest. So. Holz. Insgesamt 3. Oh, ich habe schon gedacht, hä, wo sind die Bücher hin? So. Bücherregal. Und dann brauchen wir unseren Zauberstab. Dann haben wir unsere erste Sache schon mal da. Vielleicht würde es euch gefallen. Bücherregal. Zauberstab. Hui! Tipp, Screenshot. Und unser Zauberhörmikon. Wie ihr seht. Speech und so. Ja, das ist erstmal Basisinformation, was ihr alles gibt. Hier ist das Erforschung und hier sind auch die ganzen Sachen. Dafür bräuchte ich auch die Tintenfischbeutel von der letzten Folge. Ist echt recht cool. Hier ist, ja, das wollte ich machen, Leute. Das ist das Thermometer. Wie ihr seht, braucht man Goldbahn, Glas und Scherben. Ich hatte es was anderes gesehen, dass hier alle Art von Scherben ist. Hier und hier, das halt hier Gold und hier Glas war. Aber das war eine ältere Version. Automatik, USB. Das heißt hier Grundlagen der Alchemie. Da können wir unsere Sachen schon mal, wie heißt das, erstellen. Das würde ich dann auch etwas draußen machen. Das heißt, was bräuchten wir als Erstes? Das war doch Glas. Ein Glas, wie viel Glas war das hier? Basisinformationen. Hallo. Warte. Genau, hier waren die ersten Rezepte, Alchemie, Artefakte, genau, Artefakte was. Ein Glas, perfekt. Weil ich habe schon gedacht, oh nein, nicht noch mehr Glas schmelzen. Dann hätten wir auch noch mehr Glas gehabt. So, ein Glas, dann brauchen wir 2 Elemente und Gold. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir sind jetzt ja schon langsam bei der Hälfte der Zeit. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Und da ist unser Thermometer. Was ich kurz erklären kann zu dem Thermometer, das ist halt so ein Spiegel, wie ich gesagt habe, oder ein Scanner. Und der macht es, dass man, wie heißt es, habe ich auf schwer gestellt, Optionen, schwer. Der macht, dass wir Sachen erforschen können und dadurch Sachen erhalten, halt Artefakte und genau das hier, Schreibtisch, genau, Tisch, haben wir das hier, aber das ist nicht so schön. Brille der Enthüllung, zauberter Stoff, ja, das ist schon mal was Erstes. Fürs Erste möchte ich gerne mal für die Dingsbums, Schreibpapier und, ja, stimmt, dafür bräuchte ich richtig viel von denen. Das ist jetzt gut, dass ich das jetzt, dass wir das jetzt gemacht haben. Da tue ich jetzt halt ganz, ganz weiter unten, wie ihr hier seht. Haben wir das erstmal und jetzt halt möchte ich mal auf Erkundungstour gehen. Wir gehen nämlich in die Richtung. Dann hole ich mir jetzt halt auch noch ein bisschen Wolle. So, Wolle. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Wolle, stimmt's? Ne, wir haben gar keine Wolle. Wie können wir es machen? Können wir auf dem Weg Schafe mitnehmen, nicht wahr? Okay, dann gehen wir dann nächstes Mal durch die Nacht da durch. Und ja, dann haben wir es jedenfalls schon hier die ganzen Sachen. Da gehen wir nach da lang und gucken, was da
alles gibt. Ich tue währenddessen auch ein bisschen erkunden, was da alles gibt. Kann man ja Rosche, Limon. Nein, kann man ja nicht. Eichenlaub. Holz. Und macht euch auch diese Musik ein bisschen Angst. Das, wenn ich ehrlich bin, macht die mir nicht so viel Angst, aber Schiss habe ich echt, das sage ich euch. Halt, ich habe nur Angst, dass ich verrecke und dann nicht mehr hierher finde. Aber in die Richtung ist es. Und es leckt ein bisschen. Ich tue dann ab und zu nochmal öfters die Koordinaten einblenden, dass ich in der Aufnahme dann, wie heißt es, nachgucken kann. Da noch mehr Fisch. Dass ich halt zwischen der Aufnahme nachgucken kann, wo ich verreckt bin und ob ich verreckt bin. So. Noch mehr Schafe. Und noch mehr Schafe. Danke für eure Wolle. Wir haben jetzt insgesamt schon 3 Wolle. Das reicht dann früher oder später für ein Bett. So. Soll ich das abfangen kurz? Okay, Bärenstein können wir ja immer gebrauchen. Ich weiß nicht für was, aber das hätte ich jetzt halt nachforschen können. Stimmt. Doof. So, Stein haben wir schon. Erde, Grasblock. Okay, Quelle des Lebens müssen wir studieren. Ah, noch ein schöner Spawner. Okay. Großholzstamm. Stimmt. Ich depp. Es gibt ja Großholzspinnenstamm oder so. Weiß gerade nicht, wie der andere heißt. Oder das hat sich nur überladen. Irgendwas. So, nochmal kurz Koordinaten einblenden. Dann gehen wir weiter. Über den Horizont springen und erstmal kurz ein bisschen lecken, weil die Welt sich generieren muss. Vielleicht ist hier in der Nähe auch ein schöner Tower. Ich gebe die, wie heißt das, die Hoffnung ja noch nicht auf. Der Baum da hinten schaut cool aus. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass um jede Ecke mal so ein Spinnbaum sein kann und darunter eine Truhe. Ja. Da ist ein Battle Tower. Ey, Leute, erste Sache für unseren Mod gefunden. Da brauche ich erstmal keinen Screenshot aus dem Internet nehmen. Können wir direkt unseren schönen Tower fotografieren. Tipp. Unser schöner Tower. Dann haben wir hier erstmal Wasser. Und erstmal schön Spinnenspawner. Und erstmal lecken. Ich gehe nicht zu der höchsten Stufe, weil da es sehr gefährlich sein kann. Und sogar perfekt. Eigentlich jetzt nicht so hart brauchen würde. Wann geht die Vergiftung eigentlich zu Ende jetzt? So. Okay, halt. Jetzt. Okay, Leute. Jetzt. Letztes Mal auch so ein Loot-Box erhalten. Aha. So. Das ist übelst praktisch, dass man hier kein Knockback bekommt. Eck. Okay, Fackeln. Kann ich immer gebrauchen. Und was ich noch nicht gesagt habe, dass wenn man, wie heißt es, desto höher man ist, desto besseren Loot gibt es auch. Hi, Spinnies. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich habe nur Angst vor denen. Ja. Ich glaube, die haben nicht so viel Leben wie die Großen. Es leckt. Alter. Gönnung. Leck. Ich bin gerade im Verrecken. Okay. Okay, Leute. wenn ich hier mich nicht mit besseren Sachen zu bauen kann als Wolle. Lass mich hier. Da ist jetzt ja schon Wolle und so drin. Okay. Chill da oben, chill doch. Ha.
schwer. Okay. Geil. Okay, das ist der Battle Tower für die Leute. Ah, ich bin ja. Vielleicht nehme ich den. Genug, wie der einfach runterjumpt. Wieso treffen die mich immer? Wenn der von oben eine Spinne kommt und sagt YOLO und mich dann trifft, dann wissen wir, was passiert ist. Da hinten ist Sumpf, das soll ich mir schon mal merken. Das tue ich mir schon mal merken. Okay. Die Folge geht auch nicht mehr lange, wie ihr vielleicht auch schon seht. Wasser, Gras, Kies. Ist Kies was Besonderes? Ja, Kies. Schön. Stimmt, Sarah. Zuckerrohr, bist du was Besonderes? Nope. Für mich nicht. Was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, mit den Tamnumikum kann man eins nach den anderen erforschen. Das heißt, man muss als erstes das erforschen, danach das. Dann funktioniert es erst. Okay, das ist eigentlich nur stimmt. Haben die ja bis jetzt immer noch nicht geändert. Die Minecraft-Experten. 18 Minuten haben wir schon. Es wird die bestimmt auch schon 10. Weil ich neben mir den Timer schon aufgestellt habe, wie jeder. Und das Einzige, wieso ich den Towers Mod erst später reingemacht habe, das heißt, dass der nicht die ganze Umgebung verranzen wird mit seiner Hässlichkeit, nicht wahr? Das Gute ist, wir haben Squid. Das Gute ist, wenn man den Endboss besiegt hat, der da oben auf den Tower ist, dann explodiert der. Vielleicht sehen wir ihn da noch nicht. Wir sehen den irgendwann mal schon. Wenn wir das Tower mal machen und wenn ich mal einen Jetpack-Mod hinzufüge, dann können wir es auch direkt sehen. Weil, wenn man fliegen kann, kann man da hochfliegen, sich die Sachen holen und dann kann man wieder runterfliegen. So ist es. Dann haben wir schon mal 9. Okay, nicht schlecht. Dann, ja, noch ein Tintenfischi. Tintenfischi, bye bye. So, jetzt haben wir auch unsere Tintenstücke. Dann würde ich mal sagen, wir gucken da noch ganz schnell mal rein, was vielleicht in der ersten Schuss geben würde. Warte, Feder brauchen wir auch. Stimmt. Feder, Glas, das haben wir. Okay, dann haben wir bald einen Morgen. Einen Morgen wollte ich jetzt sagen. Nächste Folge. Unsere Items. Leck mich, ich hasse diese kleinen, elendigen, ranzigen Spinnen. Und okay, ich will sterben. Nee, mein Mikrofon ist nicht kaputt, Leute. Sorry. Ich war gerade nur so geschockt. Okay. Leute, wenn ich mal sagen, ich würde mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und ciao, ciao.